Wieso fliegt der andauernd auf die Fresse? Weil ich das mache. Wie? Ah, wenn du Kreis drückst, ja, oder was? Ah, macht das automatisch. So ein Scheiß, wieso? Geil. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei GTA 5. Oh, Mauri fliegt ein bisschen auf die Schnauze. Ja, wollen wir hier noch mehr Scheiß machen oder mal wieder in die Stadt irgendwie mit Michael oder? Ich glaube, ich gehe wieder in die Stadt. Zuerst muss noch ein Geschäftchen erledigen. Ich muss Geschäftchen erlegen. Ja, erlegen. Erlegen. La 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 la. Damit sollte sich das Feuer sicher entfachen. Ja, super, Mauri. Genius. Was nicht? Bist auch nur ich weiß nicht. Ich hab nur eine Flasche in der Hand. Es kann unmöglich ich gewesen sein. Ausgeschlossen. Idiot. What? Voller Lowrider. Trust me, you don't wanna carpool with me. Okay. Ich glaube, sie erwischen dich jetzt gleich. Nein. Doch. Geh ins Gebüsch, geh ins Gebüsch, geh ins Gebüsch, geh Logisch. Schneller. Stopp. Nope. I'm a Unsichtbar. Tree. Unsichtbar. Holy shit, is that scary? Holy shit. Trevor sieht schon ziemlich behämmert aus. Abgefuckt aus. Yep. Sie kommen angerannt, nur so zu meiner Information. Ich komm schon. Kann doch nicht so wahr sein, dass es so lange geht. Ja, close. Ooh, Jordan. Darling. So, wieder zurück zu Michael. CSI. CSI. Mal wieder zu Hause. Ah, zum Glück hat er seine Anfälle nicht mehr. Die haben wir gehasst. Yes. Im Hause des Santa. Vielleicht sind sie jetzt am Vögeln. Sorry, kids, but I've gotta run off. Enjoy it. It's a classic. Sie schalten sich ja gleich um. Oh hey, I got an idea. Why don't you call one of your hot friends and ask them to go out with me? Hey, die der Familie geht's ja wieder richtig gut. Oh oh. Krass. Hä? Dave? You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable. But not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Aber oh, ich glaube, das hätte passieren sollen, bevor das mit Franklin. Eigentlich, ja. Er spielt im Prinzip spielt's ja keine Rolle. Weil der Dialog schneidet sich ja nicht. Nicht so wie der andere Dialog, den wir hatten vom Unit. Ja, doch, er schneidet sich schon auch ein bisschen. Ja, aber nicht korrekt, finde ich. Wolltest du ihn mitnehmen? Ja, shit. Sag mal, was ist eigentlich mit Epsilon-Programm los? Wir müssen einen Karren besorgen. Was für ein Karren? Ah, so Karren. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Wir haben ja ein Mail, ne? Moment. Antworte mal. Wie geht das? Einfach X nochmal drücken. Ja, jetzt hast du geantwortet. Oder? Ja, drück mal X. Nee, ja, jetzt. Meine geliebte Frau, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, das ich geht eben. Meine geliebte Frau, du und ich werden weiter unser Bestes, aber noch ist eine Renovierung oder ein Haus am Strand nicht drin. Bitte, bitte kümmern wir uns erstmal draus darum, die Kinder aus dem Haus zu bekommen und eine richtige Arbeit zu finden. Michael. Du musst jetzt nochmal X drücken, jetzt hast du nicht abgeschickt. Nochmal X, jetzt hast du es abgeschickt. Ah, interesting. Gut.
Marnie, also, der Lamborghini, dein Ferrari oder wie du den immer nennst. Bei der Factor Serrano, der sollte ohne Probleme aufzutreiben sein. Ein D-Klasse Tornado. Tornado. Super Diamond. Double T. Ich glaube, ich weiß, wo eine Dinka Double T stehen könnte. Und zwar hier. Was müsst ihr mit den Autos machen? Ja, yes. Nicht schlecht. Die müssen wir in einwandfreien Zustand einer größeren Macht bringen. Okay. Ne, wir müssen die irgendwo abliefern. Wow. In einem einwandfreien Zustand. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Mehr oder weiß weniger. Ganz genau, dass das nicht passieren wird. Nee, ich glaube auch. Wo ist das denn? Nimm die. Die müssen wir auch abliefern. Seltener. Ja, den müssen wir auch abliefern. Der ist sehr selten. Aber der Pegasi werden wir uns kaufen müssen. Echt? Damit wir die Mission schneller vorantreiben. Weil ich weiß nicht, wo es einen gibt. Ich habe da keine Ahnung. Okay. Oder hast du, oder weißt du, wo es den zu kriegen gibt? Mm-mm. Aber in den Hills würde ich mal nachschauen, nicht? In den, nee, ich habe schon, als ich das, ich habe das ja selber auch schon gemacht. Ja. Und da findest du keinen. Da findest du einfach keinen. Sicher? Yes. I'm pretty sure. Okay. Ja, aber den zu kaufen, ich meine, wie viel kostet der? 270, das ist ja schon locker. Nee, komm, wir haben genug Geld. Nein. Wir sind gucken Michael. Wir jetzt mal, jetzt liefern wir erstmal alle anderen ab. Das finde ich dumm, die jetzt, die zu kaufen. Ich hab... Kiflam Zolak. Good boy. Kiflam Zolak. Good boy. Was war noch, der... Eben die Dinka, vielleicht steht sie noch da unten, ich glaub's ja nicht daran, aber... Hey, die ist jetzt meine Karre. Now! Mierda! Sicher so ein Handwerker, der hier gerade von der Arbeit kommt. Mm. So ein Gärtner, das ist ein Gärtner wahrscheinlich. Gärtner haben andere Autos, aber... Ups. Das war mit Absicht. Mhm. Denn ich bin eine Panzer. Beep, 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 beep. Panzerwagen. Panzerwagen. Ah! Au. Nochmal eine. Nee, mal das Motorrad. Das? Aber guck mal, da fährt gerade einer mit dem Motorrad. Ist das nicht auch eine Dinka? Doch. Jetzt ist es meine Dinka. Meine Dinka und deine. Sind zusammen zwei. Shit. Ah ne, es ist ein... Eine Shih Tzu Vader. Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Darth Vader. Ich denke an diesen Motorrad, denke ich immer an Darth Vader. Okay. Shih Tzu Vader. Ja, voll. Ja. Schizophrener. Schizophrener Vader. Mhm. Was für ein Zufall. Sie steht wieder hier. Ich hab die gehört. Das gleiche Farbe. Ich glaube, die gehört sowieso einem Arbeiter. Leif Invader. Leif Invader. Leif. I just wanna live. Invader into you. Hast du schon mal die Fernsehwerbung von Leif Invader gesehen? Nee. Ach, too much. Gibt's eine? Yes. Shit. Too much und richtig hässlich. Okay. Ach Gott. It's time to talk. Es ist, in echt gibt es keine Facebook-Werbung, oder? Nicht, dass ich... Also im echten Leben. Ich wüsste es nicht zwingend. It's time to dog. So. Zweite Karre oder beziehungsweise zweites Fahrzeug abgeliefert. Jetzt. Gut, Kiflam, Bruder. Kiflam, Baby. Was steht da links für eine Karre? 46 places at once, it's still stuck on the Olympic Freeway. Die Aussage finde ich so geil. Hm. Was ist da rechts für ein Auto? Wo? Hier in der Garage. Na, nichts interessant.
Not interesting. Party! Party! Party hard! Party hard! Party hard! Weil heute haben geh nochmal schnell aufs zum E-Mail. Geh nochmal schnell zum E-Mail. Zum Schauen, welche Autos? Ja, nee. Guck mal, wo er steht. Das ist so eine Garage oben. Meinst du? Daran kannst du dich ja auch ungefähr richten, nicht? Scroll mal runter, wo sonst noch so die Autos sind. Okay, die sind doch frei fotografiert. Nein. Ich sag, die stehen schon da rum, wo es angezeigt ist. Meinst du? Ja. Der Benefactor ist wahrscheinlich bei der auf einer Ranch. Ja, das kann gut sein. Und der hier soll irgendwo da oben sein. Sieht fast wie Franklins Garage aus. Nope, das ist nicht. Nee, nicht ganz Franklins Garage. Ja, sieht aber ähnlich aus, fast. Bisschen. Der hat der eben den Müll hat er nicht dort. Mhm. Also klar, bei Franklin steht die Karre ja sicher nicht, natürlich. Nee, ja, schon klar. Wo könnte die stehen? Wo könnte Wenn du nicht stehen? In die Garagen reinguckst, sehen wir ihn natürlich auch nicht. Ja, hier auf jeden Fall sicher nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Aber das sind solche Garagentüren. Ja, hier weiter oben sicher auch nicht. Aber schon. Ja. Nee, nicht hier direkt, aber die Straße, die unter dem Damm. Ja, dem Seedamm. Seedamm. Ein Staudamm hier führt. Oder da oben sind auch immer da oben ist auch so eine Gruppierung von großen Wilden. Ja, das Dings kannst du wieder wegtun, von mir aus, das Handy. So. Stimmt, hier sind auch relativ viele. Ups! Das sind die ganz bösen Wilden. Das sind die ganz, sehr. Die sind die Superreichen. Kann ich rein? Ja. Nee, heute haben die Reichen nur BMWs. Falls dir das schon aufgefallen ist. Ja gut, aber... Alter. Yes, perfekt. Da ist wieder ein scheiß Limousine. Wie heißt die? Super Diamond. Ja, Super Diamond soll einen Rolls-Royce. Ja, schon klar. Darstellen. Ah, nehmen wir so an. Obwohl, ich finde den Komet nicht so gut zum Fahren, ehrlich gesagt. Nee, er hat schon Power. Oh. Er bricht. Ja, es ist schnell, aber bricht zu krass aus. Ja, schlimmer noch als der Ferrari, den ich habe. Ey, aber ein Benefactor Serrano. Das ist hier, das Foto. Ja, stimmt. Siehst du? Toll, ja. Ja, siehst du? Jetzt guck mal von der anderen Seite. Ja. Doch, das die ist... Mauer im Hintergrund. Ja gut, dann müssen wir den Lamborghini noch finden. Ja. Den Lamborghini. Ich hab's dir gesagt. Okay. Aber okay. Cool. Und der Klassiker, kannst du das Handy wieder wegmachen? Nein, ich lasse das jetzt extra für dich drin. Wieso fährst du hier durch? Weil ich schneller unten bin. Okay. Eldon! Eigentlich hassen wir diesen Radiosender langsam. Der ist grauenhaft. Langsam ist untertrieben. Ah! Ups. Einwandfreier Zustand ist schon wieder... Nee, in einem göttlichen Zustand. Aha. Einem gotteswürdigen Zustand. In einem gotteswürdigen Zustand. Okay, das ist gibt's doch gar nicht. Interpretierbar. Selbstinterpretierbar. Ich sag's leider. Heute klappt das Wort nicht. Sprachbehindert. Sprachzentrum will gerade nicht. Ne? Nee, echt. Ich hab echt. Selbst. Ja, egal. Whatever. Das ist ein
hast du gestern Abend deine dein Sprachzentrum behindert? Ja, mit etwas Alkohol. Behindert, nee. Nee. Nee, nicht gestern, letztes Wochenende. Wieso letztes Wochenende? Ja, letztes Wochenende. Oder hast du letztes Wochenende etwa dein Gehirn völlig nicht belastet mit... Ah doch, ja doch, stimmt. Donnerstag. Freitag. Ja, Freitag, Samstag. Sonntag, nee, Sonntag nicht. Aber Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, nee, Samstag nicht. Also geh in die andere Richtung, geh mal in die andere Richtung. Good boy. Meinst du, da ist nix? Wir brauchen ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Das. Oder ein scheiß Jeep. Das ist auch zu langsam. Da hinten, nee, das ist ein Porsche. Also ich nehme nicht an, dass da oben jetzt nochmal eine steht. Das wäre unlogisch. Deswegen würde ich einfach mal hier die nächste rechts nehmen oder so. Weil die Garagen hier sind, in diesen Häusern sind alle ähnlich. Ja. Aber ich habe echt schon mal daher die ganze Sache abgesucht. Und ich habe keinen gefunden. Den Benefactor, ja, den Serrano, den findet man. Das ist ja keine Sache. Klar. Aber jetzt in Lambo, ich weiß nicht. Ich sag, der steht irgendwo rum. Ja, es könnte gut sein. Nur, dass ich ihn eben... Nie gefunden. Überhaupt nicht. Nee, ich habe ihn nie gefunden. Ja. Und abgesehen davon, im Moment sind die BMWs ziemlich in. Ja gut, das kommt ja nicht drauf an. Es steht ja auch immer beim Life Invader das Motorrad, weißt du so. Stimmt. Das stimmt. So lernt man eigentlich auch, wo diese Fahrzeuge immer stehen. Ja, ganz genau, wenn man irgendwelche Vorlieben hat. Genau. Dann mal eine Straße weiter nach oben, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die von Franklin, oder? Nee, die ist noch weiter oben. Okay. Er hat schon ein geiles Haus, ne? Ja, der hat die... Ah, ich habe übrigens letztens gesehen, wo das U-Boot steht. Welches? Einfach das Gelbe, wo man auch die... Ja, am Pier, ja, an der Ostküste habe ich mal eins entdeckt. Genau. Hast du ihn gekauft? Nee. Aber das war im Online. Im Online. Oh, das könnten wir eigentlich nächste Folge mal machen. Nächstes Mal, wenn wir aufnehmen. Bisschen U-Boot fahren? Ja. Nee, das könnten wir tun. Könnten wir tun. Ich wollte ohnehin mal versuchen, wir müssen einen Cargo-Bob auftreiben. Ja. Und dann versuchen, in den Alamo-See zu tauchen. Okay, ja. Ich hab's dir gesagt. Nice! Ich hab's dir gesagt. Dann fehlt uns nur noch der Schrottkarren. Aber da stimmt das Foto nicht. Nee. Das stimmt jetzt nicht. Nee, aber... Obwohl, nee, doch. Nee. Die Ansicht ist nur so beschissen. Ja, aber es steht auch mehr Müll rum. Ja, aber das ist random. Ah, es ist random. Würde ich sagen. Ja. Krass, jetzt wissen wir wenigstens, wo der manchmal steht. Ja. Also ich hoffe es zumindest. Aber es ist gut, dass wir das auch jetzt machen, finde ich gerade. Dann sehen's auch, dann haben wir auch mal ein Video, wo den Leuten hilft bei irgendwas. Genau. Weil wahrscheinlich haben die meisten schon die Story durchgespielt. Ja. Die meisten haben schon die Kampagne schon lange durch. Ja, ich hab's immer noch nicht durch, ey. Hoffentlich auch nicht. Hoffentlich auch nicht, ja. Ja, ich hab jetzt wieder irgendwie neu angefangen, weil ich gefunden habe, dass ich mehr Geld machen muss, aber ich glaube. Hast du jetzt auch die Kiflom-Mission gemacht? Nee, noch nicht. Die konnte ich eben noch nicht anfangen, lustigerweise. Stimmt. Aber genau die wollte ich relativ früh machen. Ja, weil die gibt. Yes. Und dann auch genug früh auf Life Invader setzen. Auf Life Invader und auf andere Sachen. Ja. Ich glaube, Life Invader wird immer schwanken, sage ich. Ja gut, aber wenn, ich meine, sie geht auf minus 500 runter und jetzt guck mal, wie viel sie ist. Ah ja, stimmt. Wir haben ja eh auf sie gesetzt und du hast Esmus. Oh, Bruder. Finanzdienste? Mein Portfolio? Nein. Ja. Yeah. Hier. Sie steigt wieder. Ja, aber ich meine, aktueller Kurs ist 5,5. Ich habe die Mission erst letztens gemacht und sie ist noch bei 90. 90? Bei 90. Also Holy. Sie geht ja extrem runter. Ja, stimmt.
Holy shit. Okay, dann brauchen wir jetzt noch diesen Klassiker, den die Klasse Tornado. Hä, wieso hält der an? Zum Weil ich gedrückt habe eigentlich. Ah. Dann halten sie immer an, ne? So. Irgendwas wollte der. Ich halte lieber mal an. Hey, 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 wo geht's hier zur... Okay. Shut the fuck up and get out of the car! Weißt du, wo die Karre steht jetzt? Nein. Guck das Bild an, bitte. Vielleicht erkennst du das. Ich sag in, hier links mal. Fahr mal links auf jeden Fall. Ich sag hier irgendwo in den Hinterhöfen. Ja, ja, weil es ist danach aus. Es ist auch die Karre, die hier in der Nähe ist. Ist echt schwer zu orten. Mhm. Aber ich, weiter vorne. Hier irgendwo können... Ja, weiter vorne in der Nähe von unserer Garage. Wo also die... Wo wir die Autos abstellen können. Ja. Sieht so nach einem solchen Parkplatz aus. Ja, irgendwie. Genau, das meine ich ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Okay, gut schauen. Wenn sich sogar dieser Parkplatz hier ist. Voll. Nee. Nee, nicht ganz. Schade, kann man die Bilder nicht vergrößern. Mhm. Das wäre jetzt echt praktisch. Aber ich glaube, das ist eben alles hier so im Radius, deswegen sollte es hier irgendwo sein. Willst du die letzte Karre in der nächsten Folge suchen? Ja, komm, dann mache ich das mal in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.